Ja, moin moin und hallo zu Grisegrim Waves, der YouTube-Kanal, der sich selbst nicht zu ernst nimmt und heute mal top aktuell ist. Denn ich habe für euch heute überraschenderweise den OBS Cheetah 2 Mini RDA. Der ist wirklich richtig, richtig brandneu. Dazu vielen Dank an Stefan, meinen Kontaktmann in China, der mir das Teil besorgt hat. Nein, Quatsch. Ist ein Dampferkumpel, guter Freund von mir, der das Teil schon hat. Und er hat es mir für einen unabhängigen und fundierten Test zur Verfügung gestellt. Also gehört leider nicht mir, sondern ihm. Aber ich teste ihn trotzdem. Ja, vielen Dank dafür, Stefan. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Es ist ein Tröpfler, wie erwartet. Eigentlich nichts Besonderes tatsächlich, aber mal was brandneues aus dem Hause OBS, was ich ganz nett finde. Das Teil hier kam in Gold, ist wie gesagt die Mini-Version in 22 mm Durchmesser, gibt es auch in 24. Und so sieht das Teil auf meinem Vaporesso Tarot aus. Ein kleiner, süßer, schicker Verdampfer, muss man sagen. Im Grunde kann das Ding nichts Besonderes, außer dass es ein ziemlich geiles Bilddeck hat. Und das werde ich euch dann auch in der Detailansicht auf dem Tisch dann mal zu Gemüte führen. Kurz die Fakten zu dem Teil. Geiles Bilddeck, wie gesagt. PIR-Drip-Tip. Das ist ein besonderer Kunststoff, der härter und widerstandsfähiger ist als dieser Delrin-Pom-Kunststoff. Ist wohl auch wasserabweisender, wodurch es besser zu reinigen ist. Ist hier Whitebore, ist Custom, kann man jetzt keinen 15er draufpacken. Side Airflow, alles in Gold, zumindest bei dieser Version. Ich glaube, soweit ich weiß, sind die anderen Versionen auch komplett in einer Farbe gehalten. Das heißt, wenn man sich den schwarzen kauft, ist auch innen drin alles schwarz. Ist ziemlich nice. Unten auch alles Gold. Gold, Gold, Gold. Bling, bling, muss man sagen. Cheetah heißt Gepard und ist da auch eingraviert. Sieht nett aus. Tolles Teil. Also eigentlich ein ziemlich normaler Tröpfler, der aber einfach mit Details punktet. Endlich mal wieder was Neues aus dem Hause OBS. Bei mir ist der OBS so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, nachdem ich den Engine sehr gefeiert habe, weil da kam einfach nichts mehr. Ich meine, diese Fertigcoil-Varianten vom Engine brauche ich nicht. Dann gab es noch irgend so einen Fertigcoil-Tankverdampfer, so einen großen, ich weiß gar nicht, wie der hieß. Frostworm Review habt ihr gesehen, war ein Kackteil. Ging dann zurück. Ansonsten gab es da ja eigentlich nichts Spannendes. Für den Cheetah 1 habe ich mich eigentlich nie interessiert. Jetzt, wie gesagt, dank meinem Kumpel Stefan habe ich hier den Cheetah 2 am Start und ja, macht mir echt Spaß. Dann will ich euch nicht lange auf die Folter spannen. Ich gehe auf den Tisch, zeige euch, was in der Verpackung drin steckt, werde das Ding mal auseinanderbauen, mit euch durchgehen und dann werde ich das wickeln und dann wird man das dampfen und dann werde ich euch meine abschließenden Kommentare und Meinungen zu dem OBS Cheetah 2 Mini RDA mitteilen. Bis gleich auf dem Tisch. So, willkommen zurück auf dem Tisch. Hier habe ich den Cheetah 2 Mini RDA von OBS in der Originalverpackung. Gucken wir mal, was hier draufsteht. Der Name des Verdampfers, die Firma und ein Werbeslogan. QR-Code, Scratch-Code, Social-Media-Links. Und noch ein paar Spezifikationen zum enthaltenen Produkt, nämlich der Mini, in dem Fall 22 mm Durchmesser, Gewicht 29 Gramm und das brandneue Deck als Main Feature. Ja. Das Paket beinhaltet den Cheetah 2 Mini RDA, es sind noch zwei Kleppencoils dabei, Schraubenzieher, Ersatzschrauben, Dichtringe und eine Anleitung. In meinem Fall habe ich hier die Farbe Gold und hier unten ist ein bisschen Blabla. So, dann öffnen wir das Ganze mal. Die Verpackung ist recht schick, auf jeden Fall schicker als die alten OBS-Verpackungen, so vom Engine und so weiter. Hier mit so einem tollen Schublädchen. Schwupp. So, und da ist auch das gute Stück. Hier noch so ein Silikatpäckchen. Wirklich ein schickes Teil, muss man sagen. Hier mit eingraviertem Gepard. Was haben wir hier noch? Hier das Zubehörpäckchen. Oder eine Schachtel mit Zubehör. Und hier ist noch die Anleitung enthalten. Da war es dann auch. Jetzt mal schnell die Anleitung an. Da steht nicht viel drin. Kleine Explosionszeichnung. Ja, man kann oben Liquid reinfüllen. Wow.
PEI-Trip-Tip, das ist das bessere Kunststoff, also auf jeden Fall besser als POM. Airflow, Kreuzschlitzschrauben. Hier ist das Deck nochmal gezeigt. Hier sieht man, was noch dabei ist, nämlich Watte und Coils. Oben nochmal Spezifikationen zur Größe. Und hinten ist dann eine Anleitung, wie man das Ding betriebsbereit macht. Bla 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 bla. Ja. Gut, was haben wir hier drin? Eine Warenkarte, das habe ich jetzt so auch noch nicht gesehen. Man soll also das Liquid einsaugen lassen und die Watte wechseln oder die Verschleißteile wechseln, wenn es nicht mehr gut schmeckt. Gut zu wissen. Watte. Was haben wir hier? Dichtringe, Ersatzschrauben, die übrigens hier kann ich schon mal vorwegnehmen. Hier drin ist alles vergoldet. Also richtig bling bling, auch die Schrauben. Diese Schrauben sind allerdings nicht vergoldet. Nur so nebenbei. Dann haben wir hier noch Coils. Das scheinen Fuse-Kletten zu sein. Zwei Kern. Wahrscheinlich 04 mit einem 02 Wrap. Also nichts Besonderes, aber sehen solide aus. Für den nicht so Betuchten, der nicht überall Draht rumfliegen hat, ist das schon mal eine gute Startvoraussetzung. Dann haben wir so einen nicen Stein-Schraubenzieher. Ist ganz nett, auf jeden Fall ein bisschen besser als sonstige Schraubenzieher, sage ich mal. Also ganz gut in der Hand. Ne? Gut, dann kommen wir hier zum Verdampfer. Ein schickes Teil, komplett vergoldet. Also hier ist wirklich alles aus Gold, bis auf das Strip-Tip und die Dichtringe. Also es ist aus Edelstahl, aber eben ist wirklich alles, was metallisch ist, ist auch vergoldet. Das ist echt ziemlich nice. Top Cap ist so in einem Stück. Also man kann auch hier diese Kappe nicht irgendwie abnehmen. Man kann das Strip-Tip abnehmen, das wie gesagt aus einem PEI-Kunststoff ist, der ist härter, widerstandsfähiger und leichter reinigbar als POM-Kunststoff. Und auch wieder in diesem herrlichen Nikotingelb, wie ja gerade irgendwie alle Hersteller das machen und da total drauf abfahren. Warum auch immer. Mein Fall ist es nicht nach wie vor. So, wenn man hier das Strip-Tip abnimmt, hat man hier ein großes Loch, das ist aber kein Standardloch, also 15er passen da nicht rein, es ist auch kein Adapter dabei. Das heißt, mag sein, dass es irgendwelche Trip-Tips gibt, die da reinpassen, ich kenne keine, also ist Custom. Hier sieht man dann die Airflow-Schlitze zum Einstellen der Side-Airflow, die man dann hier sieht. Das kann man ganz einfach auch rausdrücken, wie gewöhnt bei Tröpflern. Geht sehr butterweich, muss man sagen. Weich, aber nicht zu weich, gefällt mir sehr gut, weil ich die Erfahrung habe, dass bei Tröpflern oft dieses Ding hier bombenfest festgebacken ist und man das kaum abkriegt. Und das hasse ich. Bei mir Troll zum Kotzen. Der ist so festgefummelt, dass ich den nie aufkriege, wenn ich den frisch gewickelt habe. Material ist ein bisschen dünn, bisschen blechig, sage ich mal. Cheetah 2 eingraviert und ein Gepardon-Logo. Dann kommen wir zum spannenderen Teil. Das Deck. Das ist total interessant beim Cheetah. Ist sehr geil konzipiert. Man hat zum einen mittig Standard-Velocity-Aufnahmen, die oben durch eine Kreuzschlitzschraube gesichert werden. Das heißt, man hat nicht diese nervigen Imbusmadenschrauben, die dann im Gehäuse irgendwann mal festbacken oder sowas. Hier kann man wirklich präziser arbeiten und alles von oben festschrauben, fixieren. Das ist sehr gut. Außen hat man solche Platten, die sich nach unten bewegen, wenn man die Schraube löst. Das zeige ich mal schnell. Jetzt hier Schraube, dann fährt das Teil hier nach unten. Und so kommt man sich da nicht ins Gehege und kann natürlich richtig dicke, breite, flache Coils reinbauen. Und hat eben nicht das bei Velocity Decks oftmalige Problem, dass sich dann die Coil, also die Endstücke, dann verdrehen, weil wenn man es festzieht, dann der Druck dafür sorgt, dass sich die Drähte rumbiegen. Also hier kann man einfach so flach wie die Coils sind, die da auch reinpacken. Ich werde hier gleich dann eine Coil reinbauen. Ich mache da mal Single Coil mit. Und zwar hier eine Stitched Alien, die ich gewickelt habe. Die bin ich auch ein bisschen stolz, muss ich sagen. Das ist ein richtiger Scheiß, die herzustellen.
So sieht die aus. Mal gucken, ob ich es scharf kriege. Ist wie eine normale Alien, nur hat die noch zusätzlich einen dünnen, geraden Draht, der dann mit drumherum gerappt wird, wodurch sich dann eine ein bisschen komplexere Struktur ergibt. Also man sieht, die Keule schlüpft einfach rein, dann kann man die festschrauben. Das ist eine super Sache, also das Deck ist genial. Einfach zu wickeln für Anfänger wie Profis und man kriegt halt alles da rein. Also auch in den 22er hier kriegt man schon fette Coils rein auf jeden Fall. So, was haben wir noch? Das Gehäuse wird hier gehalten von zwei Dichtringen. Wie gesagt, flutscht butterweich, aber nicht zu weich. Wie alles an diesem Teil vergoldet ist, auch ein vergoldeter Pluspol-Pin, der gut raussteht. Also man sollte das Teil auch auf Hybrid- und Mech-Mods einsetzen können. Was man auch noch machen kann, ist das Teil komplett zerlegen. Man kann durch Lösen der Pluspol-Schraube und durch Lösen dieser Schraube die beiden Posts lösen und die kommen dann raus. Warum man das machen kann, weiß ich nicht. Trotzdem finde ich es gut. Eventuell liefert OBS da noch weitere Decks nach, könnte ich mir vorstellen. Also wenn man hier jetzt schraubt, kommt einem hier irgendwann das Deck entgegen. Und genauso läuft es dann auch mit dem Pluspol-Pin. Was haben wir unten noch stehen zum Abschluss? Design bei OBS, OBS Dieter 2 Mini, Seriennummer, das Übliche. Gut, ich werde das Teil jetzt wickeln, wie gesagt, pack diese Coil rein, pack da Watte rein, hau Liquid drauf und dann sehen wir uns oben nochmal, dampfen das Teil und ich gebe mein Review ab zum OBS Cheetah 2 Mini RDA. Bis gleich. So, willkommen zurück. Ja, was kann ich sagen zum Cheetah 2? Ich finde, es ist ein geiles Teil. Das Deck ist sehr geil. Macht richtig Spaß zu wickeln damit. Man kriegt sämtliche Coils rein, die man möchte. Sie verdrehen sich nicht, wenn man festzieht, wie bei anderen Velocity-Decks, dass sich eben dann die Bahn oder der Endfuß der Coil dann beim Festziehen mit der Madenschraube dann so nach oben biegt. Und dadurch hat man natürlich auch mehr Bewegung in der Coil. Und muss dann mehr nachjustieren. Und das fällt hier eigentlich flach. Habt ihr vielleicht auch wahrgenommen, wie schnell ich die Coil da drin sauber ausgerichtet hatte? Und nebenbei ist die Coil auch ziemlich geil, also schmeckt mega gut. Dampft das Teil zwischen 40 und 50 Watt. Hab 0,3 Ohm bei dieser Stitched Alien.
macht richtig Bock. Schmeckt super, macht gut Dampf, gibt es nichts auszusetzen. Ich meine, es gibt hier jetzt keine angepasste Single-Coil-Option, sodass nur eine Airflow offen ist. Stört hier aber eigentlich auch nicht weiter. Ich habe die Airflow komplett offen. Macht mir diesen Drip-Tip auch am meisten Spaß. Da stimmt für mich das Zugverhalten. Also ich habe jetzt tatsächlich hier auch nicht das Bedürfnis, da ein anderes Drip-Tip draufbauen zu müssen. Gefällt mir auch besser als zum Beispiel das Drip-Tip vom Medusa, weil das vom Medusa um einiges flacher ist. Da klemmt man dann so mit der Lippe fast auf der Coil. Das ist hier auf jeden Fall besser. Da hat man ein bisschen mehr Abstand zum Deck. Ein schöner, kleiner, runder RDA, den ich nur jedem empfehlen kann. Ist noch ein recht neues Produkt, gibt es noch nicht auf dem deutschen Markt. Mein Kumpel Stefan hat das Ding natürlich aus China bestellt. Macht bei Fastech so, glaube ich, um die 20 bis 22 Euro. Also ist auch nicht teuer. Ja, kann ich nur jedem empfehlen, der einen kleinen, runden, guten Tröpfler sucht. Auch für Anfänger bedenkenlos geeignet, da das Deck super einfach zu wickeln ist, sehr gut durchdacht ist. Man kann auch noch gespannt bleiben, da sich eben das komplette Deck zerlegen lässt. Und das spricht eventuell dafür, dass da noch irgendwelche Varianten von OBS auf den Markt kommen, also andere Decks. Auch wenn ich die eigentlich aus meiner Sicht nicht brauche, weil das Deck einfach geil ist. Squonkop-Pin war hier jetzt keiner dabei, brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Ja, ansonsten bedient sich das Ding wie jeder andere Standardtröpfler. Von oben Liquid reinhauen, dampfen, passt. Supi. Nochmal zusammengefasst, Pro, das Drip-Tip ist gut, auch wenn es proprietär ist. Luftzug ist gut, also auch Zugverhalten finde ich optimal. Deck ist richtig geil zu wickeln, gut durchdacht, viel Platz, Holz sind flach, justierbar, ohne dass sie sich verdrehen, passen auch breite Klopper rein. Das Einzige, was mir jetzt aufgefallen ist, ist bei den Kreuzschlitzschrauben, dass wenn man die nicht so richtig bombenfest zieht, kann es passieren, dass die sich auch recht leicht wieder lösen. Aber vielleicht war ich da auch zu blöd, ich weiß es nicht. Aber so wie es jetzt ist, passt's. Also trotzdem von mir Daumen hoch. Auch nett ist natürlich, dass das Ding komplett in der Farbe kommt, in der es markiert ist. Das heißt, wenn man den in Gold bestellt, dann kommt da wirklich komplett alles aus Gold. Und soweit ich weiß, eben auch bei den anderen Farben. Ich meine, es gibt den noch in Schwarz, es gibt den noch in Silber und noch in so einem Kobaltblau. Das sind, glaube ich, die vier Farben, die aktuell auf dem Markt sind. Zubehör ist komplett, alles dabei, sogar Watte. Die Coils sind okay. Schließt knackig, butterweich. Finde ich klasse. Die Topcap abziehen ist so ein bisschen, je nachdem, wie glitschig die Finger sind, ob man ein bisschen Liquid dran hat oder Schweiß oder was weiß ich, nicht ganz so einfach, die abzuziehen, weil diese Riffelung hier ist ein bisschen zu mickrig, als dass die da irgendwie Halt bieten würde. Aber ja, finde ich jetzt nicht dramatisch. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir doch ein Like da, würde mich freuen. Oder auch ein Abo, wenn nicht noch besser. Guckt doch auch vielleicht mal auf meine Facebook-Seite. Da poste ich immer mal wieder zurzeit meine Coil-Building-Fotos. Also ich baue Coils, fotografiere die und stelle die dann auf Facebook. Falls euch das interessiert, da das ein Thema ist, das mir auch Spaß macht, indem ich mich auch betätige und ja, für euch Coilbilder da draußen, die mit mir in Kontakt treten wollen, können sie gern machen. Ja, dann kann ich nur sagen, macht's gut, keep on vaping, baut keine Schüssel, peace out.